durchgeheizt. 45 Grad hat es im Auto angezeigt. Nochmal kurz durchgelüftet und jetzt geht die Flucht vor der Wärme los. Ich will wieder nach Meißen. Meißen ist ja bekannt, da es unwahrscheinlich viele Treppen gibt. Da gibt es zumindest drei Caches, die sich nur auf die Treppen beziehen. Und ich habe mir jetzt den ausgedruckt, das sind vier Seiten. Da muss ich ca. 17 Treppen besteigen und bei ein oder zwei muss ich die Stufen zählen. Und bei dem Rest oben und unten irgendeine Infos suchen. Ja, der Weg ist bekanntlich das Ziel. Deswegen habe ich gedacht, ich fahre jetzt heute mal auf der rechten Seite, wo ich eigentlich so gut wie nie lang fahre. Ja, dann werde ich in Meißen ein paar der Treppen ablaufen. Aber nie alle, bei der Wärme muss das nie unbedingt sein. Ich werde mir zumindest irgendwo noch ein Eis krallen und mich irgendwo noch hinsetzen und die Bierchen trinken. Dann lachen wir noch mal ein Stück, dann suche ich mir entweder noch ein Bierchen und was zu essen. Ich habe aber was zu essen mitgenommen, ich kann dann auch am Auto essen. Ja, dann werde ich da unten an der Elbe wieder übernachten. Und morgen dann den Rest der Treppen von dem ersten Cache, wohlgemerkt. Jedenfalls, ich fahre jetzt Zeichen weg hinter Ort, über die Flügelwegbrücke und dann fahre ich hinten auf der anderen Seite über Radebeul und Kötzschenbrüder. Bin übrigens wieder total begeistert. Ich habe gerade mit der Software hier ein bisschen rumexperimentiert. Ich kann ja hier auch die Soundqualität etwas verbessern und Geräusche entfernen. Und habe jetzt im Auto die Fahrgeräusche fast entfernen können. Das ist irre. Ich zeige jetzt mal zum Vergleich erst die bereinigte Version nochmal und dann die originale Version. Die Klimaanlage läuft volle Bulle. Im Auto fängt es langsam an die Beine angenehm zu werden. Wir haben Außentemperatur 32 Grad. Wohnungsinnentemperatur bei mir unterm Dach war auch 32 Grad. Wird aber, wenn die Sonne jetzt dreht, bestimmt noch auf 45 oder so ansteigen. Also von daher bin ich jetzt an der Elbe oder auch in Meißen besser gestellt. Ja, hier in Radebeul ist ja übrigens das Karl-May-Museum. Ist aber noch ganz ein Stück hin. Zu DDR-Zeiten durfte man ja Karl-May nicht sagen. Da hieß das Indianermuseum. Heute darf man Indianer nicht mehr sagen. Da heißt es wieder Karl-May-Museum. Irgendwann hieß das mal namensloses Museum ethnischer Völker oder sowas. Und das ist, wenn man Karl May mal nicht mehr sagen kann, weil der sich ja eventuell auch diskriminiert fühlen könnte.
Eisen ist wohl der Ort mit den meisten Treppen pro Quadratkilometer. Ein Schleifmaschinenverleih ist da oben. Da gucken wir noch ein bisschen Spiel und morgen machen wir den Rest von dem Cash. Elegant, der Ball von Rüdiger für Gosens. Müller. Deutschland hat 4:3 gewonnen, 4:2 gewonnen. Gegen Portugal. Und ich gehe jetzt nochmal los. Und guckt euch nochmal nach den Dreiecken, die lassen wir keine Ruhe.
ersten Blick dachte ich, es ist bloß eine Hauseinfahrt, sind aber die Schreiberstufe. Das Schild ignorieren wir. So, wer sitzt hier? Ist das alle Bätscher? Johann Friedrich Bätscher, Hofalchemist. Geocacher leben gefährlich. Vor der ersten Stufe eingeschlagen. Das Ergebnis nach Rundungsregel ist in Dezimeter für S zu übernehmen. Vor der ersten Stufe habe ich die Holzdinger, die sind 1,30 Meter vielleicht grob geschätzt. Und vor der ersten Stufe, vor der zweiten Stufe, die sind 50 cm. Zeckenschutzgebiet. Hätte ich wohl eher mit langen Hosen gehen sollen. Goldgrün zu hören, dann ist das ziemlich genau ein Meter. So, gerade noch mal gelegen. Oben befindet sich ein Spritzwassergeschütz. Wo wurde dieser hergestellt? Ein Kirsch mit dem Hängebalken. Ja.
Jugendlicher oft nie drüber Gedanken gemacht, warum heißt Eidechse Eidechse? Was für ein Eid hat die Echse geschworen? Eidechse, wird ja auch so beschrieben, als wenn die ein Eid geschworen hat. So, kurz vor Erreichen des Goldgrundes soll ich ein Hinweisschild finden, ein grünes Hinweisschild, wenn man da ein paar Buchstaben weglässt. Wenn man dort ein paar Buchstaben weglässt, ach doch hier. Wenn man dort ein paar Buchstaben weglässt, erhält man eine Fleischvariation aus Rinderfleisch ohne Sehnen und Fett. Wenn die Beine oder muss ich weitergehen? Auch kein grünes Hinweisschild. Ist jetzt einfach zu warm, ich habe keine richtige Lust mehr. Habe jetzt eine Flasche Selters getrunken und mir jetzt noch das aufgemacht. Und wenn wir hier noch ein bisschen rumdrudeln. Und dann mache ich den Rest. Aber ich muss ja trotzdem, wenn ich dann nochmal komme, auch wieder bis ganz hinten laufen. Bis zum Goldgrund. Ein grünes Hinweisschild. Unter Weglassung von einigen Buchstaben ergibt sich aus dem Wort ohne Buchstabenumstellung eine aus hochwertigen, sinnenfrei und fettarmen Rinder-Muskelfleisch hergestellt.